die Drachenseele entweder finden oder herstellen. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Twoof. Mein Name ist Sunnelpi und heute kommt der Patch aller Patches. Nicht nur irgendein Patch, sondern der Patch. Bevor ich aber über den Patch rede, möchte ich eine kleine Information geben. Ihr habt vielleicht gemerkt, in den letzten Tagen läuft es nicht mehr so 100% mit den Zeiten von den Folgen und manchmal nur 12, manchmal keine andere Folge. Das liegt vor allem daran, dass ich, ja, jetzt kommt's, arbeiten muss. Ja, auch der SunnelP muss arbeiten, allerdings ist das bei mir eher so, dass ich zwischendurch mal im Jahr, ein paar Mal im Jahr angeworben werde, da ich selbstständig bin und dann muss ich halt beim Kunden oder für einen Kunden arbeiten. Ja, und deswegen bin ich in den nächsten Wochen oder zumindest letzte Woche, diese Woche, gegebenenfalls noch länger, immer ein bisschen AFK, also nicht so häufig online, das werdet ihr ja merken leider. Und die Folgen kommen nicht mehr 100%, ich fange keine neuen Projekte an, weil ich die sowieso nicht aufnehmen kann. Zeit ist halt sehr rar. Es ist schon schwer genug immer, ne, nach 8 Stunden Arbeit, ist schon schwer genug hier noch die 12-Folge aufzunehmen. Guckt, da seht ihr hin, die Sun-LP geht langsam unter. Aber ich habe natürlich für euch Moon-LP. Mal gucken, wo der kommt. Nein, Quatsch. Hier gibt's kein Moon-LP. Das wäre die Konkurrenz persönlich. Nein. So, das war's einfach nur als Information. Wisst ihr Bescheid. Nichtsdestotrotz werde ich nachher, nach dem Patch noch ein bisschen online sein. Nicht lange, da ich wieder ins Bett muss abends, ne, für aufstehen. Der Kunde ist extravagant, da muss ich vor Ort sein. Es gibt auch manche Kunden, die sind nett, da kann ich von zu Hause aus arbeiten. Das macht natürlich etwas mehr Spaß, vor allem bin ich dann zeitlich nicht mehr so gebunden. Dann kann man auch mal bis 2 Uhr zocken und dann ein bisschen rumpopeln hier. So, auf jeden Fall. Steigt jetzt irgendwo aus der Ferne, hört ihr das? Die Patch-Notizen, könnt ihr die schon spüren, die kommen? Hallo, Patch-Notizen. Was machst du da? Siehst du, der hat keine Ahnung von Humor hier, der Typ. Der Moon-LP. So, wir fangen erstmal an. Drachen, Leute. Also viele freuen sich drauf, viele sagen auch, Drache ist nicht so wichtig. Ich fasse mal ganz kurz zusammen, warum Drachen wichtig sind. Also Punkt. Es gibt ja kein anderes. Es gibt kein Sondern Drachen sind wichtig. Und zwar, weil endlich was zu tun ist. Das ist der erste Grund. Zweitens, ich verstehe, dass Leute sagen, das sieht noch nicht schön aus. Das stimmt. Das ist der erste Drache, der Azulian Dragon. Der ist noch nicht wichtig. Wichtiger ist, der ist nicht der Drache selber ist jetzt wichtig von der Form her oder Farbe, aber von den Effekten. Sobald ihr 30 Drachenseelen habt, ne, Drachenseelen sind die Dinger, die ihr braucht, im Inventar anklicken, dann verspeist ihr die und mit bis zu 40, also mehr als 40 Seelen kann man nicht verwenden. Bei 30 hat man schon einen legendären Drachen. Wenn ihr die genauen Werte wissen wollt, ab wann man was kriegt, die letzte Folge könnt ihr euch angucken. Also die letzte richtige Folge, ne? Nicht das Tutorial, auch wenn das gestern rauskam. Die letzte richtige Folge, da habe ich das erklärt, mit Level 5 kriegt man Ally und so weiter, ne? Nicht nochmal wieder alles wiederholen, bäh. Wir haben keine Zeit dafür. Der Patch kommt! So, wollen wir ein bisschen Ruhe wieder reinbringen. Drachenseelen. Im Inventar, Rechtsklick, benutzen und die werden dann verspeist. Ja, das war's schon. Drachen auf Legendär kann er schießen, was das Einzige, was diese Funktion des Drachen überhaupt richtig cool macht, ist, dass man damit sogar schießen kann. Dungeon kaputt machen, also Löcher reinbrennen an der Seite und so weiter. Das ist richtig cool. Zweite Sache, die richtig geil ist, die als Patch, also im Patch dazukommt, sind die Challenges. Die Challenges sind zwar gleichzeitig auch ein bisschen schade, aber erstmal, was sind Challenges? Challenges starten ab Master Rang 30, wenn ihr vor 30 seid, könnt ihr die gar nicht sehen. Die starten zu jeder vollen Stunde. Ne? Sagen wir mal, der Patch ist morgen um 18.59 Uhr fertig, dann kommt man online, zack, 19 Uhr, perfekt startet die Challenge. Und dann hat man 20 Minuten Zeit, so viele Dungeon in einem bestimmten Gebiet wie möglich zu machen. Dungeon oder Lair. Also Dungeon meine ich jetzt generell, also Quests lösen. In einem Gebiet. Zum Beispiel Candy,
Drache, ne, und so weiter. Drache, nein, nicht Drache, Drachengebiet meine ich natürlich. So, damit man aber an die hohen Summen rankommt, denn man braucht insgesamt 450 Punkte für die Platin-Belohnung, ne, umso mehr Punkte man kriegt, umso höher ist die Belohnung. Bronze kriegt jeder, sogar in U1 kriegt ihr Bronze. Silber wird schon ein bisschen härter, vor allem wenn man nicht in höheren Us reingeht. Um genau zu sein, gibt es nur bis U4 bekommt ihr einfach jede Quest zählt einen Punkt. Wenn ihr genau Werte wissen wollt, ne, wie immer, letzte Folge. Allerdings gibt es auf U5 gibt es schon einen Dreifach-Multiplikator und wenn ihr sogar in U6 rein könnt, sogar neunfach. So. Außerdem gibt es noch eine Klasse, die dabei steht. Da steht zum Beispiel Knight. Dann müsst ihr mit den Knight losrennen. Also haltet euer Equipment bereit, dass ihr auch das jederzeit mitmachen könnt. So, aber jetzt kommt es erstmal wichtig. Ne, die genauen Werte habt ihr alle in der letzten Folge gehört. Wenn nicht, dann spult zurück. Nein, nicht zurückspulen. Hört euch jetzt erst komplett an. Geht dann zurück. Die Azulin Cash sind die Belohnung, die man in den Challenges kriegt. Zwei bis 13. Bronze gibt 2, Silber gibt 2, Gold gibt 3 und Platin gibt sogar 4, wenn man das alles schafft. Also insgesamt 13 Stück. Und jede Cash kann halt Zeug enthalten. A, Dragon Souls. 2% ist die Rare-Chance, ne, typischerweise. Und dann kann es entweder Dragon Soul sein oder etwas seltener eine Pentaforged Shadow Soul. Ihr habt richtig gehört, Pentaforged. Das heißt also, wie als würdet ihr einen Schattenlevel 5 tatsächlich. Da kommen wir gleich noch zu. Aber auch die können drin sein. Also nicht nur die Drachenseelen. Außerdem, ankommen sind Drachencoins und noch irgendwas. Drachenessenzen, glaube ich, heißen die. Drachencoins und Drachenessenzen. Die braucht ihr für verschiedene Materialien. Gesehen habe ich das in der Hub-Welt. Das wurde jetzt nicht extra explizit irgendwo aufgeschrieben. Aber ich glaube, in der Hub-Welt, ihr kommt rein, müsst euch geradeaus ein bisschen links halten, da ist das, glaube ich. Kann auch sein, dass es woanders ist. Ist so eine Drachenhöhle, da gibt es eine neue Crafting-Station, da könnt ihr dran gehen. Und da sind die zwei Rezepte drin. Aus den Drachenessenzen und Coins und sowas könnt ihr Drachenseelen herstellen. Also die Drachenseele entweder finden oder herstellen. Das heißt, man muss die 40 Seelen nicht unbedingt nur durch die Kisten haben. Das wäre schon ziemlich viel. So, wichtig ist noch, das muss ich auf jeden Fall nochmal erwähnen, es gibt jetzt ja nur die Azulian Caches, die sind auch nur für den Azulian Dragon. Dieser ist limitiert, wie diese Adventure Boxen, irgendwann wird einfach ein anderer Drache kommen. Das heißt, ihr müsst die 40 Seelen bis dahin fertig haben. Ich denke mal, die werden da schon hoffentlich mindestens 4, 5, vielleicht 6 Wochen machen, denn 40 Seelen sammeln dauert ewig, gerade wenn man noch in den Low-Level-Gebieten ist. Ach ja, 40 Seelen hatte ich, glaube ich, habe ich in der letzten Folge gesagt. Wenn ihr wissen wollt, was ihr bei 40 Seelen bekommt, denn bei 30 ist der Drache schon fertig gelevelt, guckt euch die letzte Folge an. Außerdem haben die Azulian Cache hohe Fluxwerte, 250 bis 1000 Flux. Für alle anderen Werte, die es noch gibt, wieder in die letzte Folge verweise ich gerne wieder in der letzten Folge. Dann Badges. Badges waren noch nicht ganz klar, habe ich gehört. Es wird so sein, ihr kriegt unter Collection einen neuen Punkt hier oben. Der heißt dann Badges, denke ich mal, dass er Badges heißt. Und das sind sozusagen Erfolge, Achievements. Ne? Ihr müsst zum Beispiel 10-mal fischen, 100-mal fischen, 1000-mal schiffen. nein. Ne, ihr wisst schon, 10, 100, 1000 oder es fängt an mit 100, 500, 1000. Wie es anfängt, weiß ich nicht, aber so als Beispiel. Und sobald ihr das jeweils habt, bekommt ihr eine Belohnung. Die ersten Badges geben meistens nur Mastery und Qubits. Also nichts jetzt, was besonders spektakulär ist. Die höheren Badges wiederum geben spezielle Mounts und bis zu Wings und andere Dinge wahrscheinlich noch. Vielleicht auch ein Drache, wer weiß. Kommen aber noch nicht, erst nur Bronze, Silber, Gold. 7 Stück wird es an der Zahl geben. Das letzte heißt Trovium. So, über 6. Über 6, das Portal können wir heute bauen. Das wird auch gebaut. Sammelt eure Ressourcen, wir werden das hier clubintern schnell zusammenfriemeln, das wird nicht viel kosten, also nicht viel für uns insgesamt, für Einzelne wahrscheinlich relativ teuer, wer weiß, ob das nicht auch irgendwie 150.000 Infinium kostet, glaube ich nicht, naja, vielleicht 2.000, 3.000 Infinium, das wäre ziemlich teuer für eine einzelne Person,
Ich hoffe, wir können das zusammen erreichen. Dann wichtig ist, U6, ne, wird hart. Also schnallt euch an, wenn ihr da reingeht, damit ihr nicht aus dem Stuhl fallt, wenn ihr one-hitted werdet. Richtig hart. U6 wird hart. Kurz einmal Pause, weil das war das, was in den Patch-Notizen steht. Wie es dann genau wird, sehen wir dann in der nächsten Folge halt. Ne? Da werde ich dann mal ein bisschen was von dem Patch zeigen. Allerdings kennt ihr das ja, der Patch ist so groß, das heißt, die nächsten 3-4 Folgen werden sich nur um den Patch drehen. Endlich mal wieder was, wo ich dann mehrere Folgen für aufnehmen können. Einfach geil. Auch wenn ich nicht so viel Zeit habe, wie ich am Anfang erklärt habe. Muss ich aber durch. U6 droppt sogar, das ist so hart, dass es bis zu Shadow Level 3 Teile droppt. Ihr habt richtig gehört, Shadow Level 3. Wahrscheinlich ist die Wahrscheinlichkeit bei 0,1% oder so. Also die wird nicht hoch genug sein, dass man da jetzt Spaß dran hat. Aber immerhin ist schon mal die Chance da, ohne dass man auf Magic Find hoffen muss. Mit Magic Find kommt man noch höher. Ne, ist schon geil. Equipment. Ausrüstungsgegenstände. Ne? Also die Ausrüstung. Ihr könnt Shadow Level 5 bauen. Dazu braucht ihr 2 Quad, ne, vierfach geforgte Schattenseelen. Vierfach geschmiedete. Hier Deutsch-Englische kennt das. Ne, durcheinander werfen. Quad Forged Shadow Souls. Die braucht ihr da. Und ihr könnt Radiant auf Radiant sogar verbessern. Da braucht ihr diese Pentaforge, aber ihr braucht dafür 3. Zumindest waren es 3 im Livestream. Ich hoffe, die haben es auf 2 reduziert. Ich finde 3 echt hart. Die 2 durchgehend, also immer 2, 2, 2 ist schon hart. 3, boah. Aber wir werden sehen. Immerhin kann man ziemlich viel mittlerweile dann sogar erfarmen. Man muss also nicht Hunderttausende von Flux ausgeben, sondern nur viel farmen. Wichtig ist, das habe ich in der letzten Folge nicht erwähnt, das heißt, das könnt ihr in der letzten Folge nicht finden, die Radiant-Waffen haben einen Leuchteffekt. Das habe ich gesehen, das habe ich voll gedacht, das ist voll geil, habe ich mir voll aufgeschrieben, habe ich voll überlesen in den letzten Part. Nicht schlimm. Jetzt sage ich es nochmal, einen eigenen Leuchteffekt. Ihr könnt den tauschen an der Advanced Forge. So wie ihr eine Perle einsetzt, könnt ihr nach rechts klicken. Für 75 Glimm könnt ihr den tauschen. Allerdings glaube ich einfach mal, die wenigsten von euch werden eine Radiant-Waffe morgen haben. Bis ich die auch habe, werdet ihr es dann sehen. Ich hoffe, ich kriege das hin demnächst. Relativ schnell, damit ihr seht, wie Radiant-Waffen aussehen. Vor allem, damit das neue Tutorial über Forge rauskommen kann, über die Schmiede und so weiter. Es gibt neue Level-Voraussetzungen für die Übers. Über 1 ist bei 10, über 2 wird ab Level 12 erst möglich sein, über 3 ab 15, über 4 ab 20, über 5 ab 26 und über 6 ab 32. Euer Level könnt ihr hier sehen. Also mit meinen 36 könnte ich in über 6 rein. Es ist aber einfach nur eine Level-Voraussetzung. Ich bezweifle, dass es so leicht ist, dass ich mit 36 das schon schaffen könnte. Aber vielleicht doch. Vielleicht kann man ja schon ein bisschen was reißen. Nicht schnell, aber so wie früher. Früher kennt ihr das noch. Einige kennen das bestimmt von euch noch, da ist man in U5 reingegangen und hat sich gedacht, boah, dauert das lange. Und jetzt geht man in U5 rein, da mache ich meine Daily in 10 Minuten, noch nicht mal. So, jemand hat mich irgendwann mal gefragt, ob Golden Thread, ne, dieser Scheiß hier, also ne, die Startquest, sage ich mal, die für einen Player wie mich viel zu out of date waren, weil schon die letzte Dinge hatte ich ja schon eigentlich instant fertig. Da hat jemand gefragt, ob es neue Quests gibt. Ja, es gibt eine. Uiuiui, echt wieder neue Dinger. Und zwar müsst ihr einmal euer Cornerstone neu aufbauen. Das läuft dann schon. Schon wieder fertig, abgefrühstückt. So, dann noch ein paar Kleinigkeiten, die ich mal durchhauen möchte. U5. Wir haben ja U6 gesagt. U6 droppt ja schon Schatten Level 3 Sachen. Dann ist doch klar, dass die Schatten Level 2 in U5 einbauen oder nicht. Nein, war gar nicht klar. Aber es ist zum Glück so gewesen. Ich hatte auch Hoffnung, dass sie das machen, denn das ist einfach so ein Step. Der muss sein. U5 selber war gar nicht lohnenswert. U4 ging viel schneller. Also viel schneller, weil alles instant tot war. Und komischerweise haben sich die Drop-Chancen gar nicht so stark voneinander unterschieden. So, außerdem werden die Teile, die gedroppt werden, mit höheren Sternen endlich mal gedroppt. Kennt ihr das? Habt ihr 20 Schattenteile in der Tasche und guckt drüber und ein einziges davon hat 5 Sterne. Und der Rest liegt zwischen 1 und 3. Und die meisten liegen bei 0. Also eigentlich liegen fast alle bei 0, um genau zu sein. Ein 5er hatte ich nur ein einziges Mal bisher. Und der Rest war immer so 2 Sterne höchstens. Ne, 3 Sterne höchstens. 4 habe ich, glaube ich, noch nie gehabt oder kann ich mich nicht daran erinnern. Aber im Prinzip ist das schon traurig. Okay, dann...
was ich sehr traurig finde, das ist eine der wenigen Sachen, die ich noch reingenommen habe. Es gibt so viel in dem Patch, dass ich habe eigentlich nur ein Viertel von dem, glaube ich, was da stand. Nee, die Hälfte ungefähr, sage ich mal. Sowas wie Bugfixes habe ich komplett rausgelassen. Aber kennt ihr noch diese kleinen süßen Caterpillar? Die grünen? Ich habe den sogar zum Draufsetzen, damit ihr auf jeden Fall wisst, worüber ich rede. Dieser hier zum Beispiel. Die kann man ja angreifen und wenn man die angreift, explodieren die und verlieren zwei Kleine. Und ich habe das so gerne gemacht, weil die zwei Kleinen haben zwei, also sehr häufig sogar zwei Teile gedroppt. Oder die haben eine sehr hohe Chance, diese beiden Kleinen, weil es halt zwei Gegner sind. Und die droppen aber nichts mehr. Also wenn die Kleinen rauskommen, gibt es keine Drops mehr. Finde ich schade. Macht das Ganze ein bisschen traurig. Und das bedeutet außerdem, in Shadow Arena gibt es keine Drops mehr. Keine Nebendrops mehr. Kennt ihr ja bestimmt. Zwischendurch kommen solche Mobs, die man kaputt machen kann. Und die droppen dann orangene Teile. Gibt es nicht mehr. Es gibt dann nur noch die Belohnungen aus den Truhen. So, dann außerdem noch Erze werden anders gespawnt. Etwas klumpiger. Ich könnte mir also vorstellen, dass auch vielleicht ein bisschen mehr dabei ist. So ein bisschen, dass man schneller ernten kann. Wer weiß. Man hofft es einfach. Wäre cool. Wir sind schon fast fertig. Einen einzigen Bug, den ich jetzt bestimmt nicht zeigen kann. Nee, ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Wenn ihr im Menü seid und die Maus bewegt, manchmal dreht sich die Kamera noch mit. Der Bug ist raus, endlich. Hoffen wir auch, dass er raus ist. Denn das war ein Bug, der war echt nervig. Viele haben den gemerkt und viele haben sich beschwert und viele haben sich immer wieder ein- und ausgeloggt deswegen. Hoffentlich muss man es nicht mehr, denn der war wirklich, wirklich beschissen. So, dann außerdem muss ich sagen, es gibt endlich wieder einen einzigen neuen Dungeon. Nein, noch nicht mal, einen leeren, nur einen neuen. Und zwar ein Highlands Lair. Und zwar nicht nur ein Highlands Lair, sondern ein Highlands Lair nur für grüne Gebiete. Wir fliegen mal kurz dahin. Das gibt es nämlich demnächst auch noch. Demnächst werden für neue Spieler werden ganz andere Dungeon und Lairs benutzt als für die hohen Spieler. Denn das Doofe ist, dass es manche Dungeons gibt, die sind echt so beschissen gebaut, dass man keine Ahnung hat, wo man hin muss. Inklusive mein Dungeon, der jetzt nicht beschissen ist, weil man nicht weiß, wo man hin muss, sondern auch da muss man sich erst durchbuddeln. Das weiß man zu dem Zeitpunkt am Anfang noch nicht. Also wird das auch kein Noob-Dungeon werden. Aber ist ja auch nicht schlecht, ne? Die haben so viele Dungeons und Lairs, die können das ruhig trennen. Bisschen in den ersten Gebieten und dann halt in den hohen Gebieten ruhig die etwas schwereren Dungeons und Lairs. Tja, das war's mit der Folge. Wir sehen uns nachher, nach dem Patch, online und hoffentlich seid ihr genug da, dass wir ein paar Challenges machen können. Ich nehme auch dabei auf, das heißt, ihr könnt dieses Mal sogar live in der nächsten Folge dabei sein. Die Challenges werde ich schon mal aufnehmen. Ich werde einmal die Badges durchgehen, Drachen angucken, was mal. Also da kriegen wir noch nicht viel, da müssen wir Drachenseelen für sammeln und so weiter. Das werden wir alles nachher machen und über die Tage verteilt. Und deshalb würde ich sagen, wir sehen uns dann im Spiel oder halt in der nächsten Folge von True. Ciao.